So ruppig in mir rein, still zu wein. Hab mich so vorgenfroch, ihn so jeden Tag. Die Kraft der Rote, und sie ist so wie so ein Loch von da oben. Ob die Doldorik nicht mehr weht, war ich mit die noch morgen schon. Dem Wies geht vorgelegt, Wies deit nicht bloß verschehen. De Wies ist mit stark in sich wehn. Nur täg mich nicht hoch und dreht mich nicht bloß, ich bin hier und star. Blanke nicht bloß mit den Hartensblutzwill. Jüße ist die Dach unten in Red. Nur täg mich nicht hoch und dreht mich nicht los, ich bin hier mit den Hartensblutzwill. Ich bin Majanko. Aus der Band Majanko, die heißt zufälligerweise auch so wie mein Name. Ich habe damals allein angefangen, hier in Wilhelmshaven. Ja, wir machen so sehr emotionale und wir sagen auch oft flauschige Musik. Wir haben letztes Jahr bei Platz Sounds mitgemacht und haben dort mit unserem Lied Wies, auf Deutsch Weise, den ersten Platz gemacht. Es wird halt nicht mehr so viel verwendet. Im ganzen Schul- und Kulturbereich ist es halt eher im Hintergrund. Und man kennt es eher so, die ältere Generation hat da noch irgendwie was mit zu tun. Und dann denke ich, es ist vielleicht auch so eine gewisse Mode- oder Trendsache. Und es ist einfach nicht cool, Platz zu sprechen. Also es war bei mir in der Schule nicht irgendwie angesagt, wenn du jetzt die neuesten plattdeutschen Wörter irgendwie drauf hattest. Und noch dazu so in Sachen der Globalisierung und Vernetzung und so, da passt das irgendwie ja auch nicht mehr. Englisch ist jetzt ja angesagt, so, damit man irgendwie in Kontakt treten kann. Meine Omas und Opas sprechen teilweise platt oder können es noch so ein bisschen, aber es ist nicht so, dass sie das immer nur durchgehend sprechen. Also die sprechen auch Hochdeutsch. Die einzige Person, wo ich früher mal Tee trinken war, das war mein Großonkel und der hat nur platt eigentlich geredet. Der hat mich immer Zappel-Philipp hat er mich immer genannt. Da war ja noch ein bisschen kleiner. und ansonsten nicht viel mit Platt, glaube ich. Ich habe es mal mitbekommen, es gab immer so plattdeutsches Theater bei uns in Luxil. So ein bisschen Kultursachen gab es dazu. Aber für mich war es dann eigentlich gar nicht so präsent bis zu diesem Contest. Und jetzt ist es so ein bisschen alles erst wieder ins Bewusstsein gekommen. Und ja, das war mal echt was anderes. Ich habe Platt so in der Familie kennengelernt auf jeden Fall. Also mir sprechen die Leute Platt. Aber auch nicht fließend oder so. Es ist eher so, dass mal so ein Spruch auf Platt kommt oder mein Opa, der macht dann so auf Platt irgendwelche Witze und ich verstehe dann nicht, was er von mir möchte. War das tatsächlich ziemlich witzig, das einfach zu singen. Und am Ende, da gab es auch so eine Schlagzeile in der Zeitung, dann, es klang ein bisschen wie Italienisch. Teilweise habe ich dann erstmal, beim ersten Mal singen, habe ich es einfach mal so gesungen und weiß ich noch, da haben wir hier, glaube ich, gelacht in der Bandprobe. Klang erstmal witzig, ne, und super ungewohnt. Und ich habe mich dann Schritt für Schritt irgendwie damit angefreundet. Da wir jetzt in diesem Jahr nochmal erneut mitmachen wollen, quasi als Titelverteidigung, sagt man ja, glaube ich, haben wir schon einen Song ausgewählt, den wir dafür wahrscheinlich nehmen werden.
Aber außerhalb dieses Contests jetzt irgendwie ein Lied auf Platt zu machen, war nicht in Planung. Bisher kann sich ja vielleicht nochmal ergeben. Warten, moin, sünnigen Dach von da. Ja, das sag ich, Mann. Du mal wehe, Herr, wie nun auch hier genug hat. Ja. Das Jahr wie wir auch wir fein um die Insel. Das hat mir letztes Jahr gut gefallen. Ja, mir auch. Ob ich hier mal nicht guck, da wird das wunderbar. Ja, also ich bin Silvi Gümann, ich bin 26 Jahre alt, gebürtige Leranerin und Buchautorin. Mittlerweile schon 2 Bücher rausgebracht und schreibe gerade an meinem 3. Wir sitzen ja jetzt gerade in einer ostfriesischen Kaffeemanufaktur. Eigentlich ist das ja fast verboten, jetzt keinen Tee zu trinken, wenn wir eben das Thema Platt behandeln. Aber weil es eben die einzige ist und die unheimlich guten Kaffee machen, finde ich, kann man da vielleicht mal eine Ausnahme machen. Ich habe ja damals tatsächlich ein Volontariat hier gemacht bei 3 Tageszeitungen. Und da habe ich gemerkt, gerade wenn ich in den ländlicheren Raum komme, dass wenn ich nicht so ein paar Floskeln integriere, dass die Leute nicht gerne mit mir sprechen. Dann bin ich quasi die Städter. Also ich bin die Städterin und da traut man sich dann manchmal nicht so recht, Kontakt aufzunehmen und direkt ein Gespräch anzufangen. Und da habe ich mir so ein paar Floskeln abgegriffen von Kollegen oder auch von meinen Verwandten, die ich dann eingestreut habe. Und das hat es mir echt enorm erleichtert, mit den Leuten zu sprechen. Also ich habe das erste Buch ja komplett meiner Heimat gewidmet, den Fettnäpfchenführer aus Friesland. Und da war Plattdeutsch ein ganzes Kapitel, weil was viele Leute, glaube ich, auch ein bisschen falsch machen, ist, dass sie denken, ah ja, ich habe so ein paar Wörter aufgegriffen und die spreche ich jetzt einfach aus und knall die überall rein. Und man hört das einfach direkt. Das ist für mich auch so ein bisschen Fettnäpfchen wie in der Deutschen Bahn, diese Bahnansage zu hören, thank you for traveling with Deutsche Bahn. Also ich studiere ja gerade Psychologie in Hamburg im Master. Ja, was natürlich sich ähnelt, ist, dass die Leute auch eher ein bisschen wortkarger sind im norddeutschen Raum. Und oftmals wird das dann ja auch als Ablehnung missverstanden. Das finde ich aber gar nicht und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Sondern man ist viel feinfühliger. Die Worte, die gesagt werden, damit kann, also ich finde, ein Moin sagt mehr als 1000 Worte. Da kann man schon direkt erkennen, wie jemand gerade drauf ist, wie geht's dem gerade, möchte der Kontakt haben, möchte der sprechen. Und das gefällt mir unheimlich gut. Und natürlich die Wassernähe. Ich bin ein absolutes Küstenkind und mag es auch gerne mit Wind und Spiegel. Hier sind die Plattkekse aus dem Plattgemacht-Laden. Total witzig, die Inhaberin Vera hat sich überlegt, einen ostfriesischen Glückskeks zu gestalten. Und zwar hat sie da das ostfriesische Rullekes-Rezept von ihren Großeltern genommen und in so eine Glückskeksform pressen lassen. Und da drin findet man dann Weisheiten auf ostfriesischem Platt von ihren Großeltern tatsächlich. Mal schauen, was in dem hier drin steckt. Da Wort Männig sagt zu Bunnen, den noch nicht voll ist. So manche Vorhaben werden beendet, noch bevor sie fertig sind. Genau, das ist der Spruch. Wenn ich irgendwo in weiter Welt bin und sage, ach, kick mal da, was die da market, ja, gleich dreht sich jemand um und sagt, ach, bist du auch ein Plattdütschen, wo kommst du denn her? Und so ist Plattdeutsch eine verbindende Sprache. Und auch so bei der Begrüßung sage ich immer, live Lühe, wir sind willkommen. Liebe Leute, seid willkommen. Auf Hochdeutsch kann man sowas nicht sagen.
Auf Hochdeutsch heißt es denn, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wenn es hochkommt, noch liebe Kinder. Aber das ist immer so ein bisschen stakelig. Leibelü, das ist immer gleich so der Einstieg und das verbindet die Leute immer miteinander. Und das ist eigentlich immer das Schöne. Das ist das, was unser Plattdeutsch ausmacht. Da haben wir immer viel Spaß und viel Freude mit. In den 50er Jahren, 1950er Jahren, ist das verpönt gewesen. Ja? Ach, die Plattdeutschen kommen vom Dorfe und das ist dann eine Bevölkerung niederen Ansehens. Ja? Und dadurch, auch wenn die Eltern Plattdeutsche waren, haben die Kinder immer angehalten, Hochdeutsch zu sprechen. Hochdeutsch. Ja? Mit Hochdeutsch kannst du was werden. Mit Plattdeutsch kannst du nichts werden, ja, so. Und deshalb ist da schon der Grundstein gelegt worden, dass das Plattdeutsch in den Hintergrund trat. Eigentlich schade. Ja? Ja, wir haben dann über das Institut für Germanistik an der TU Braunschweig dann auch so eine Vorlesungsreihe gehabt und für angehende Lehrkräfte, was auch gut besucht war. Aber die Vervielfältigung in den Schulen hat dann nicht stattgefunden. Wir haben dann mehrere Postkartenaktionen gemacht und das auch den Schulen angedient. Und da kam dann auch nicht die Reflexion. Ich habe mehrere Jahre dann AGs gehabt hier in der Grundschule. Und den Kindern hat das immer gut gefallen. Für Plattdeutsch haben sich immer mehr gemeldet wie für andere. Andere AGs waren mit 5 oder 6 Kindern und so. Ich hatte dann 8 oder 10 Kinder. Und denn auch immer habe ich angefangen, ganz einfach mit dem Feuerwehrgedicht. Es brennt, die Feuerwehr, der rennt. Spritze rührt und Motor an, der Schläuche an, der Spritze dran. Ja? Also was Dörfliches, was die Kinder kennen. Entweder sind sie die Geschwister oder die Eltern in der Feuerwehr und sowas. Und das verbindet auch immer wieder. Wenn man sowas aus dem täglichen Leben gegriffen ist, dann vorträgt, was sie. Was die Leute auch kennen.